Hallo Leute und willkommen zurück zu World of Tanks. Ja, ihr habt es ja mal im letzten Part gesehen, so kann es natürlich auch mal gehen, dass man mal ja, so ziemlich gute Runden hinlegt. Und das, obwohl ich eigentlich diesen AMX gar nicht so gut beherrsche, ist es mir doch ziemlich gut gelungen, ne? So, wie viel brauche ich denn hier noch? Auch noch 24.000. Ja, ich bin ja immer noch, auch immer noch auf dem Weg zum T28 bzw. zum T95. Den will ich ja auch eigentlich bald mal haben. Und jetzt, wo ich die den Premium-Account mal wieder habe, dann geht das ja auch schon ein bisschen alles ein kleines bisschen schneller. Ja, nee, ist klar. In einen Zug aus KV2. Mhm. Ja, naja. Ja, ich habe das mit meinem Mikrofon jetzt auch wieder umgeändert, weil ich finde, das ist so, wie ich es jetzt habe, doch schon ein bisschen bessere Soundqualität. Da hört ihr mich dann nicht so schnaufen und husten und so weiter. Also ist schon ein bisschen besser so. Das habe ich jetzt doch in den Parts schon so ein bisschen gemerkt. Na. Naja. Ja, aber trotzdem, auch wenn ich so teilweise so schlechte Runden mit der KV2 habe, ich schließe trotzdem gerne. Wie ich schon gesagt habe, die Brandmunition macht endlich mal das, was sie machen soll. Nee. So, jetzt will ich mal kurz gucken, ob ich da vielleicht doch einen aufkriege. Ich glaube es zwar nicht, aber naja. Ja, so dumm sind schon lange keine mehr so richtig gewesen. Dass sie sich genau hier hingestellt haben. Oder genau hier vorne vorbeigefahren sind. Damit sie gesehen werden konnten. Naja. Ja, ich weiß nicht, ja. Die Jackson ist jetzt nicht unbedingt die schnellste. Der schnellste. Ja, und das kotzt mich einfach an, ne? Da ist er. Jetzt geht sie erst auf, nachdem sie fünfmal auf mich geschossen hat, ne? Und das ist wirklich zum Kotzen, ne? Stand noch nicht mal hinter einem Doppelbusch. Stand noch nicht mal so weit hinter einem Busch, dass der komplett zugegangen ist. Ne? Schießt auf mich und geht nicht auf. Was soll denn das für eine Scheiße? Na, wenn ich mit meinem Panzer das genau dasselbe gemacht hätte, wäre ich 50 Mal aufgegangen. Kann nicht sein. Naja. Ja, war ja jetzt auch nicht unbedingt so schlau, was ich da gemacht habe, ne? Ach ja, stimmt, die Valentina haben wir ja auch noch. Wollten wir ja eigentlich auch mal weitergehen, ne? Da fehlen uns ja auch noch 18.000.
Ja, komm her, dann spielen wir heute auch mal wieder mit der Valentine weiter. Haben wir jetzt auch schon sehr lange nicht gehabt. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was ich da für eine Kanone drauf hatte. 110 Durchschlag, 75 Schaden, aber ich glaube, das war so ein Mehrfachfeuer-Ding, ne? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ja, aber das Visier will ich denn demnächst dann auch wieder umändern. Ich weiß auch nicht, also. Was? Okay. Dann so eine hohe Nachladezeit. Da muss ich aber noch mal gucken, oder? Ah. Da muss ich dann aber noch mal gucken, dass ich hier vielleicht die Standardkanone drauf habe, aber das kann ja nicht sein. Naja. Weiter. Naja. Mir fehlt momentan der Sound, dass er halt anvisiert. Soll das denn? Ja, wie ich schon immer wieder sage, ein Hoch auf die Abweichung, ne? Das ist auch so blöde. Ach, naja. Ja, haben sie natürlich auch noch nicht verbessert seit dem Patch. Also jetzt im Patch. Also die Abweichung da mal wieder halbiert haben oder so. Also. Nee, ist immer noch das gleiche Abweichung wie vorher. Naja. Ja, das irritiert mich jetzt gerade wirklich so ziemlich. Ach so, ziemlich gar keiner von den. Ja, jetzt gehen sie alle auf, stehen natürlich. Alter, stehen sie alle hinten in der Basis. Das ist heftig. Ziemlich gar keiner steht mal irgendwo anders. Naja. Junge, triff doch mal, was hältst du davon? Sie verscheißern. Ich scheiße nicht auf Sie. Gründlich zielen, dann Kannst du mich verarschen? Sag das doch mal! Einen kleinen fetten Dummbeutel, der auch noch müfft, wie ein altes Rieselfeld. Das ist doch nicht möglich, das kann doch gar nicht sein. Naja, also ich weiß ja nicht, was das ist, was hier mit dieser Kanone auf einmal los ist. Ja.
Die war auf jeden Fall auch schon mal sehr viel besser. Ja, da muss ich mal unbedingt mal gucken, was ich da drauf hatte. Ja, und wieder dasselbe Spielchen. Mir wird der als lebend angezeigt, obwohl er gar nicht mehr am Leben ist. Na, ihr könnt es ja sehen, ne? Der wird mir als lebendig angezeigt, aber ist nicht mehr. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur an mir liegt oder ob das jetzt bei jedem so ist. Ja, da komme ich natürlich nicht mehr hin. Jojo. Da muss ich jetzt mal gucken, was ich da für eine Kanone drauf habe. Aber das wundert mich jetzt so ziemlich, ja. Na, das ist aber so ziemlich die stärkste, ne? Ja gut, ich hatte die mit der größten Durchschlagskraft genommen. 110, 180, 30. Die hat nur 91, 41. Ja, komm her. Wo ich mir die andere Gun wieder... Ja. Ja, ich sage es zwar immer, ich verfluche hier die Premium-Schießerei, aber ne. Selber keine Premium-Munition mitzunehmen, ist auch scheiße wiederum. Ist es ja eben. Ja, könnt ihr auch sehen, mit den vier habe ich jetzt gerade mal 48% Winrate gehabt. Na, bin ich auf 0,7 mit den Teil, also nicht sehr gut. Na, das war schon mal sehr viel besser gelaufen mit dieser Möhre, also. Was heißt, es ist schon mal besser gelaufen mit der Möhre, die habe ich bisher noch gar nicht großartig gespielt. Aber ja, hätte eigentlich besser laufen können. Und dafür, dass es ein mittleres Fahrzeug ist, ist es, wie ich das auch schon mal gesagt habe, viel zu langsam, das Teil. Na. Verstehe ich das nicht so ganz. Na. Das Ding wiegt doch kaum was. Ach ja. Mann. Naja. Oh, was ich für ein Glück habe. Ja, ich nehme ja alle vier Folgen für... die für euch diese Woche rauskommen, nämlich ja ein Stück auf. Na. Aber ich habe bis jetzt noch keine großartige Artillerie. Ihr habt diese eine Runde habt ihr nur mit der Artillerie gesehen, aber sonst großartig Artillerie hier dabei gehabt. Hatte ich bisher noch nicht.
Ja, und dass das teilweise bei mir so dermaßen stottert, macht es auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser. Ja, unten sind sie auch so ziemlich durch. Mann, nimmt mir doch nicht immer meine Abschüsse weg hier. Ja, schönen Dank auch. Mein eigenen Teammitglied, ja. Ich hoffe, alle Federn einzeln aus. Das war ein Volltreffer. Alter, Digga. Was soll denn das? Ja, und wieder dasselbe Spielchen. Hier steht mitten auf dem offenen Felde. Kein Busch vor sich, gar nichts. Schießt und geht nicht auf. Wie ich schon sage, also... Mein Account wurde rumgedreht und an allen anderen wurde nicht rumgedreht, ne? Schwachsinn sowas. Ne, ich kann, könnte schießen hier von einer Ecke, könnte von hier aus schießen und die würden mich hier hinten sehen. So ist das momentan nämlich bei mir. Das ist nicht nur so dahergeredet, das ist Tatsache. Ne, wenn ich schieße, gehe ich überall auf. Sehe ich ja meinen sechsten Sinn. Wenn das Fahrzeug den halt sechsten Sinn drin hat. Ja, meine Rede. Diese Overpowered-Kanonen. Zum Glück ist das Ding nicht mal auf meiner Seite. Obwohl es mich abgeschossen hat, nämlich vorhin. Einer hat nämlich mich abgeknallt. Er hatte erstmal ein ganzes Magazin. Habt ihr ja gesehen. Hat ein ganzes Magazin bei mir in den Panzer reingejagt. Ist mein Wecker immer viel zu kurz. Das ist auch blöde. Ah, wenn der dich erwischt, ist er futsch. Naja, aber wenigstens habe ich ein bisschen Spot-Damage gekriegt von 122. Multi-kill. Tja, naja. Ist doch egal. Der eine, der schafft das sowieso nicht mehr. Basis frühzeitig einzunehmen, so wollte ich das sagen. Ja gut, der scheint AFK zu sein. Ach, naja.
Oh, und die Runde ist ja sogar mal pünktlich zu Ende. Naja. Ja, nee, Leute. So, das war es dann aber auch wirklich wieder mal. Das war auch die vierte Folge für diese Woche. Naja. Ja, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Konnte euch wieder ein bisschen was zeigen. Diesmal musste ich mich ja wieder nicht so aufregen wie sonst auch immer. Ne? Diese Woche ist sowieso so ein bisschen wenig aufregend gewesen, ne? Habt ihr gemerkt? Ja, jedenfalls über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.